Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Weltweit bekannt wurde Alison Arngrim durch ihre Rolle als Nellie Olsen in der Serie Unsere kleine Farm. Jedoch war diese Zeit für die Schauspielerin alles andere als einfach, denn vor allem einige Fans der Serie verhielten sich ihr gegenüber sehr unangenehm. Die Fans feindeten sie an, weil sie die Antagonistin von Laura Ingalls spielte. Schauspielerin Alison Arngrim wurde aufgrund ihrer Rolle als böse Figur von Laura Ingalls angefeindet und immer wieder mit Feindseligkeiten und sogar tätlichen Attacken seitens der Fans konfrontiert. Alison Arngrim hatte haarsträubende Konfrontationen mit ihren Fans. Sie erzählte von einer sehr schrecklichen Aktion mit einem Fan. "Ich meine, was die Leute zu mir gesagt haben, das würdet ihr nicht glauben. Einmal war ich in einer Weihnachtsparade und jemand in der Menge hat mir einen Becher Orangensaft an den Kopf geworfen. Die Leute sind völlig ausgerastet, wenn ich in der Nähe war." Alison Arngrim, wie sie damals aussah und wie sie heute aussieht. In einem früheren Interview erinnerte sich Alison daran, dass sie den Einfluss ihrer Rolle auf ihr Leben schon in ihrer Kindheit bemerkt hatte. "Es fing sofort an. Ich war 12 Jahre alt, als ich am nächsten Tag zur Schule ging und die Schüler machten sich über mich lustig. Dann war ich auf einem Ostermarkt, als zwei kleine Mädchen auf mich zukamen und mich getreten und zu Boden gestoßen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal."